Bad Batal, liebe Freunde von Alpha Hunters, Alpha Shooters, mit so einer kleinen Kamera kann man hier auf der Messe bei den internationalen Jagd- und Schützentagen jede Menge interessante Produkte finden. Und jetzt bin ich zum Beispiel am Stand von Ramfeld. Neben mir steht Ferdinand Frank. Richtig. Und gerade was das Thema Waffenpflege, zum Beispiel auch Flugrost betrifft, bei Waffen ist es halt einfach immer wichtig, dass, egal wie teuer die Waffe gewesen ist, dass man sich mit dem Thema Waffenpflege irgendwann doch beschäftigt. Ihr habt euch halt einfach, ihr seid aus der Lüneburger Heide. Genau, wir kommen aus Soltau. Aus Soltau. Und ihr habt bekannt aus Soltau, die Gebrüder Röders AG. Und die haben im Mai die Marke Ramfeld auf den Markt gebracht. Und wir sind quasi ein neuer Anbieter von Laufreinigern. Okay, da möchte ich auch gleich mal mit der ersten Frage anfangen, weil du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, dass ihr auf Schafwolle setzt. Genau. Oder auf Produkte von Schafen. Genau. Also Schafswolle bietet sich, es gibt ja, also Filz wird ja hergestellt unter Druck mit Wärme und Feuchtigkeit. Ja. Und die Schafswolle ist, also wenn man sie sich unter dem Mikroskop anguckt, ist ein Haar natürlich so gewachsen, dass es ganz viele, wie soll man das jetzt sagen? Feine Strukturen aufweist? Feine Strukturen bzw. Kanten aufweist, die beim Filzen ineinander verhaken. Ja. Und da eignet sich die Schafswolle eben als Naturprodukt wunderbar. Ja, ich weiß, wenn Schafswolle sagt, ich habe da auch schon mal so ein Video gesehen, wo man Schafwolle in Wasser reingesteckt hat und dann die Schafwolle trocken wieder rausgekommen ist. Kann man das so in etwa miteinander vergleichen, dass ihr da sozusagen diese Fähigkeit des Schafwolle für eure Produkte anwendet? Wir sind natürlich, also wir sind ein Filzfabrikant und wir haben den Filz so aufgebaut, ja, dass wir eben... mal ein bisschen dichter in die Kamera rein. Hier, das, so sieht er aus. Das ist jetzt ein schmutziger Filz. Okay, das heißt, ihr habt heute schon Waffen gereinigt. Nee, schmutzig in dem Sinne, dass ich dir gerade, also dass ich gerade demonstriert habe, wie gut die Filze eben Flüssigkeiten und der Chemieöle aufnehmen. Okay, ich würde einfach sagen, wir machen das nochmal, damit ihr das auch seht. Wir haben hier noch ein paar saubere am Tisch. Genau. Die sind noch sauber, ne? Die sind sauber. Ferdinand, dann würde ich sagen, nimm einfach mal einen sauberen und zeig unseren Zuschauern da draußen mal, wie euer Produkt funktioniert. Und erklär es auch bitte mal. Ja, also Hintergrund ist eben, der Filz ist jetzt in dem Kaliber 30 so konzipiert, dass wir einen optimalen Anpressdruck haben. Er ist weich, dass er sich ideal den Zügen und Feldern anpassen kann, aber gleichzeitig in der Oberfläche so rau, dass er eben die Verschmutzung oder Ablagerung im Lauf schön abreiben, aufreiben und dann auch mitnehmen kann. Und wer eine chemische Reinigung vollziehen will, für den ist der Filz natürlich ideal, weil der Filz Chemie aufnehmen kann. Er saugt sie auf. Und beim Zusammendrücken gibt er sie schön gleichmäßig im Lauf an die Züge und Felder ab. Okay. Und das ist natürlich wichtig, gerade für die Jäger, wenn die Jäger draußen sind bei schlechtem Wetter und man hat Wasser in der Waffe oder Schnee. Ja. Und man muss dann den Lauf einmal davon befreien. Da sagen wir, ein Filz rauf, mit leicht Öl tränken bzw. befeuchten, einmal durchziehen. Dann haben wir ihn konserviert. Ja. Und bevor wir das nächste Mal einen Schuss abgeben, zwei Filze durchziehen. Und der Lauf ist trocken und wir können halt einen sicheren Schuss abgeben und haben keinen Ölschuss. Ja. Wenn man ganz sicher gehen will, kann man auch noch mit einem Degreaser arbeiten, dass man dann also auf gar keinen Fall da irgendwo noch Ölrückstände hat. Ja. Herr Ferdinand, ihr seid ja höchstwahrscheinlich auch nicht ohne Grund auf die Idee gekommen, jetzt halt einfach in der Jagdbranche mit Filzen zu arbeiten oder diese Produkte anzubieten. Nee. Die Idee dahinter war, dass ihr selber aus eigener Erfahrung mitbekommen habt, dass viele das Thema Waffenpflege vernachlässigen. Kann man das so sagen? Oder? Das kann man so sagen und das ist natürlich auch jetzt gerade an der Zeit des Bleiverbotes und der bleifreien Geschosse sind natürlich auch die Jäger. Da ist ein anderer Abrieb drin im Lauf, richtig? Man hat einen anderen Abrieb, man hat, also die Läufe werden anders beansprucht, als sie früher beansprucht wurden. Ja. Und gerade also die Leute, die das ernst nehmen, müssen saubere Züge haben, weil also als Widerlader wissen wir, das Zugmaß ist das Kalibermaß und die Felder schneiden in das Geschoss und desto mehr Dreck wir in den Zügen haben, desto schlechter können die Felder schneiden, desto schlimmer wird unser Dreil, desto unpräziser wird unsere Waffe. Ja. Und aus dem Grund haben wir dann gesagt, lass uns mal ein geiles Produkt machen, was halt mehr reinigt oder besser reinigt als alles, was bis jetzt am Markt ist. Okay. Alles, was am Markt ist, da schließt sich natürlich dann die nächste Frage bei mir im Kopf an. Seid ihr denn auch teurer? Nee. Das, nee. Also teurer, wir sind besser und wir haben andere Verpackungsgrößen. Okay. Also das ist, wir haben 100er Verpackungen und 500er Verpackungen. Ja. Und die Verpackungen sind eben auch, wenn ich mal... Ja, mach ruhig. Jetzt eine 12er Verpackung. Ja.
eben zum Aufreißen, aber auch wieder verschließbar. Ja. Und aus recyceltem Material hergestellt. Und die Filze, also ihr denkt auch an die Umwelt, klar, logisch. Lassen sich halt gut entnehmen und auch wieder verschließen. Fürs nächste Mal sind da drin Luftfeuchtigkeit geschützt. Ja. Passiert nichts mit, kann man wieder in seine Werkstatt in die Ecke stellen. Und wenn man dann wieder welche braucht, nimmt man sich wieder welche raus. Okay, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und unseren Fans da draußen euer interessantes Produkt einfach mal vorgestellt hast. Wenn ich jetzt mehr wissen will, wo schaue ich nach? Ihr habt höchstwahrscheinlich auch schon eine Internet, in Zeiten des Internets. Braucht genau. Mal eine Webseite? Sehr gerne. Also renfeld.de ist ja unsere Webseite und da stellen wir natürlich auch unsere Produkte vor. Aber da gibt es auch Links zu unseren Partnern, wo man unsere Produkte jetzt kaufen kann. Okay, gut. Ja? Also die Filze sind das eine. Achso, es geht noch weiter. Wunderbar. Die Filze sind das eine. Das andere ist quasi unser Luftsystem. Ja. Das ist ein kunststoffummanteltes V2A Stahlseil. Ja. Kunststoffummantelt, damit es halt beim Durchziehen nicht die Züge und Felder verletzt. Ja. Eine Einfädelungshilfe aus Messing, die ja auch laufschonend ist. Ja. Und das kann man halt auch von unten nach oben in seine Waffe einfädeln und ja muss nicht wie bei den anderen Dingern irgendwie versuchen, da die goldene Mitte zu treffen. Ja. Da haben wir für die Büchse die sogenannte Flex-Tip, die ja zentriert den Filz im Lauf und dann haben wir am Ende eine Drehung im Kopf. Okay. Das heißt, beim Durchziehen dreht er sich automatisch mit. Folgt er den Zügen und Feldern und wir haben natürlich dadurch eine optimale Anpassung der Filze an die Züge und Felder. Und ja, das Rope ist ideal für Selbstladebüchsen und Selbstladeflinten, die man halt nicht so ohne weiteres auseinanderbauen kann. Einfach schnell einmal durchziehen, solange sie warm sind, wenn man vom Stand kommt ja oder von der Drückjagd, die Waffe ist noch warm, kann das relativ klein zusammenfalten. Ist ein M4 Innengewinde. Ja. Das heißt, wenn man jetzt eine Flinte reinigen will, nimmt man die Flex-Tip raus. Weil in der Flinte hat man ja keine Züge und Felder. Ja. Schraubt es einfach ab. Und schraubt es auf da die wieder rauf. Genau. Okay. Und jetzt kann man die Flinte. Und dann kann man quasi wieder rauf und damit die Flinte durchziehen. Okay. Oder, wenn man möchte, es gibt ja auch diverse Bürstenhersteller. Ja. Kann man auch eine Bürste drauf packen und okay hat dann eben. Also multifunktional. Genau. Okay. Bei so viel Fachwissen gehe ich mal davon aus, du bist selber auch Jäger. Ich bin Jäger, Widerlader und also jachtlich sportlicher Schütze. Ja. In der Vergangenheit gewesen, jetzt gerade so ein bisschen wieder eingestiegen. Ja, ich hoffe, das ist jetzt keine Fangfrage zum Ende des Videos, aber leider, was würdest du sagen? Gibt es da riesengroße Unterschiede zwischen Blei und bleifrei, was die chemischen Zyklen betrifft, wie ich meinen Lauf reinigen muss. Gibt es da, hast du da eine Hausnummer, wo du sagst, okay, alle 100 Schuss bei Blei frei und 200 Schuss bei Blei haltig, oder kann man das nicht so verallgemeinern? Wir sprechen jetzt über Büchsen. Ja. Und da gibt es natürlich Geschosse, die, also reine Kupfervollgeschosse, ja, die schon eine härtere Gangart erfordern in der chemischen Reinigung. Ja. Die Art und Weise, wie viel. Also mit härtere Gangart meinst du, dass die öfter gereinigt werden müssen? Und auch chemisch. Okay. Und ja, also das ist nicht, das schafft der Filz nicht alleine. Ja. Also da brauchen wir dann einen chemischen Löser, um eben das Kupfer da wieder zu entfernen. Ja. Ja. Also das ist da unabdingbar. Okay. Aber generell, was das Thema Waffenpflege betrifft, sollte man sich halt aber das Thema niemals vernachlässigen, weil letztendlich leidet dann halt aber auch die Präzision drunter, oder? Und man hat auch immer das Thema, wenn man jetzt mit seiner Büchse als Jäger, man schießt ein bleifreies Geschoss, ja, was meinetwegen also ein Kupfergeschoss ist, und man geht aber zwischendurch einmal ins Schießkino, ja, und jagt da dann die günstige Munition fürs Schießkino durch. Ja. Und ist danach dann zufälligerweise nochmal auf dem Stand und stellt fest, seine Waffe schießt auf einmal nicht mehr. Ja. Dann kommt das durch diese unterschiedlichen Geschossummantelungen, ja, die dann miteinander reagieren, beziehungsweise gegeneinander reagieren, ist ja wahrscheinlich der bessere Ausdruck, gegeneinander reagieren und die Züge und Felder auch so massiv zusetzen, dass die Waffe nicht mehr sauber funktionieren kann. Okay. Und da haben wir dann natürlich ein Thema, wo wir also mit Chemie reinigen müssen. Okay, gut. Dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank. Du hast ja eben gerade die Internetadresse schon gesagt, wo man sich zu euren Produkten noch ein bisschen informieren kann. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir von euch ein paar Produkte in die Redaktion bekommen. Und dann gibt es demnächst bei Offer Hunters, Offer Shooters auch wieder einen schönen Artikel. Und es kann natürlich auch nicht schaden, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich sage erstmal Dankeschön und noch eine erfolgreiche Messe. Danke.